alte Granate. Was ist denn los? Du amüsierst dich mit den Leuten, ich wäre bald überhaupt nie gekommen. Was gibt's? Ich habe doch einen Unfall gehabt. Nein. Dir bei Zeit ist so ein dämlicher, unbewachter Bahnübergang und ich komme mit meinem Auto angeferzelt. Auf einmal fuhr mir ein Zug. Was? Jetzt bin ich in den Zug reingerammelt. Ich hat's gleich in das Abteilfenster gefeuert, mitten in die Leute rein. Zwischen die Leute? In den Zug! Was haben denn die gesagt? Die haben gesagt, wieder einer ohne Fahrkarte. Ich möchte wissen, wo du deine Fahrerlaubnis gemacht Meine hast. Meine Fahrerlaubnis, die mache ich immer in Heringsdorf. Ach. Oben an der See. Das ist ein alter Trick von mir. Bei der Fahrprüfung sitzt doch ein Polizist im Auto. Hm. Und der passt auf, ob du fahren kannst. Und da fahre ich am Nachtstrand lang. Denkst du, der sieht, wie ich fahre? Was hast du denn jetzt für ein Auto? Ich habe jetzt den Trabant, den 601er. Na, der ist doch hübsch. Ja, der ja, läuft, der läuft, ist. Ja. Du, warum nennen Sie denn den eigentlich 601? Warum der Trabant 601 ist? Das wird so sein, weil 600 warten drauf, einer kriegt ihn und dann. Hat der eigentlich, wie es so heute erforderlich ist, einen Sicherheitsgurt? Ach, nee. Nee, was? Trabant mit einem Sicherheitsgurt? Nee. Sieht ja aus, als wenn einer mit dem Rucksack kommt. Aber schnell ist er. Schnell ist er, wir sind ja mal ja losgedonnert, haben wir sogar eine Henne überfahren. Nein. Ich bin über die Henne weggerammelt. Was denn? Das Gesicht von der Henne. Nee. War sie breit, was? Hey, die hat sich bloß geschüttelt. Die wird gedacht haben, endlich mache ich den Hahn der Klinge. Aber weißt du denn schon das Allerneueste? Jetzt gibt es ja sogar Garantie auf die Autoreifen. 100 Jahre! 100. Unsere Autoreifen ist ja die größte Sensation. Na ja, aber 100 Jahre, du. 500 Jahre können sie Garantie geben. Meinst du? Die werden dasselbe Material nehmen, was sie auch von der Bockwurstschale nehmen. Aber weil wir gerade von den Autos reden, kennst du die neue Verkehrsvorschrift? Nein, was ist denn neu? Unser Minister für Handel und Versorgung hat jetzt sogar Vorfahrt vor der Feuerwehr. Ach, der kann immer als Erster loseiern. Weshalb hat denn der Vorfahrt vor der Feuerwehr? Die werden gesagt haben, bei der Feuerwehr brennt es meistens bloß an einer Stelle und da ist der besser, wenn der schon. Das hast du alles erlebt. Nee, das habe ich doch alles erlebt. Na, und deswegen bin ich ja rausgehängert gekommen. Ach. Jetzt geht ja das Theater los. Eigentlich wollte ich den Leuten das erzählen, aber wir spielen denn das vor. Das machen wir. Wir spielen das richtig vor. Gut. Und wenn der Eierkopf von der AZ so platzt, ist mir egal. Naja. Wir machen das so richtig, so schön. Das spielen wir das vor. Das machen wir. Und gut. Damit ihr wisst, wo das angefangen hat, im Frisiersalon. Gut. Und jetzt könnt ihr was erleben. Auf in den Frisierladen.